Sieht doch klasse aus, oder? Ja, jetzt musst du ihr nur noch einen Rock nähen. Einen Rock? Mhm, ist ganz einfach. Guck mal, ich habe das schon vorbereitet. Du musst den Stoff einfach entlang der Linie ausschneiden. Mhm. Es ist noch gar nicht lange her. Da wollte er seine Tochter nicht mal sehen. Und jetzt? Robert würde alles für Valentina tun. Er ist ein ganz anderer Mensch geworden. Viel freundlicher, aufmerksamer und so liebevoll. Schluss jetzt. Dieses Geschmachte muss endlich aufhören. Du hast da was an der Wange. Was? Da links. Ah, mach mal weg kurz. Das sind bestimmt Alfons und Hildegard. Wieso fällst du mir in den Rücken? Ich habe nur meine Meinung gesagt, um die du mich gebeten hast. Ich bin da gestanden wie ein Vollidiot. Den Tag, den werden sich die Saalfelds in ihrem Kalender rot ankreuzen. Ich habe gedacht, wir zwei als Team wollen gegen die vorgehen. Das tun wir ja auch. Aber sie hatten einfach recht heute. Was interessiert dich überhaupt dieses Charity-Turnier? Steigert das Prestige des Fürstenhofs und das ist auch in unserem Interesse. Ja, wenn uns der Kasten dann irgendwann mal gehört. Hört er. Was ist denn überhaupt aus deinem tollen Plan geworden, das Sorgerecht für Roberts Tochter zu kriegen, um an Miriams Erbe ranzukommen? Ach, jetzt ist auf einmal mein Plan wieder? Ich glaube, es wäre wirklich sinnvoller, ich verkaufe meine 50%, dann können wir ein neues Leben anfangen. Weit weg von dieser Sippe hier. Sei mal nicht so ungeduldig. Vertrau mir. Wir kriegen schon noch unsere Chance. Ich weiß genau, wie man die austrickst. Bist du sicher? Das ist nur eine Frage der Zeit. Und ich weiß genau, was ich tue. Und ich tue es für uns. Na schön. Aber stell mich nie wieder vor diesen Saalfels bloß. Kommt nicht mehr vor. Du verreist? Ich ziehe für ein paar Tage zu meinem Vater. Wieso? Weil ich einfach mal ein bisschen Zeit für mich brauche. Du bist sauer wegen heute Mittag? Es tut mir leid. Ich hätte dir keine Vorwürfe machen sollen wegen deiner Tour mit Eva. Ist schon gut. Es ist nicht schon gut. Es geht mich nichts an. Du hast Angst, dass unsere Scheinehe aufliegt. Aber keine Panik. Wir spielen das Theater weiter bis zum Schluss. Wenn jetzt wirklich jemand vom Amt auftauchen sollte, dann sagst du ihm einfach, ich bin nicht da, weil wir unsere erste Ehekrise haben. Deswegen mache ich mir keine Sorgen. Warum dann? Simon, ich... Ich will einfach nicht, dass du böse auf mich bist. Bin ich nicht. Ich habe vielleicht bald einen Job. Dann bin ich nicht mehr so eine große Belastung für dich. Finanziell. Viel Glück dabei. Maike Konopka, das ist nicht Ihr Ernst. Sie wird sich mit Sicherheit gut machen. Sie hat keinerlei Erfahrung in diesem Bereich. Sie hat bestimmt schon mal einen Putzlappen oder einen Staubsauger in der Hand gehabt. Außerdem macht sie von allen Bewerberinnen den besten Eindruck, wirklich.
Ich habe gehört, Frau Konopka hätte einige Probleme. Sie wollen ihr helfen, das ist schön. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich bin mir sicher, sie wird ein hervorragendes Zimmermädchen. Sie lernt schnell, sie spricht viele Sprachen. Sie war in etlichen Hotels. Ja, aber ganz bestimmt nicht als Zimmermädchen. Sie mag etwas von Wein und Flugzeugbau verstehen, aber ganz sicher nicht vom Putzen. Sie mögen sie nicht, richtig? Ach, Frau Heinemann, unsere Mitarbeiter werden nicht aus Sympathie, sondern aufgrund ihrer Fähigkeiten eingestellt. Uns geht es um das Wohl des Hotels. Ja, bei mir auch. Ich kann mir keine bessere vorstellen, wirklich. Wirklich? Ja. Oh, ich störe wohl. Nein, nein. Oder? Sie geben mir doch eine Chance. Bitte. Danke. Danke. Schönen Tag. Ich lasse euch vor. Ja, sie kann sehr überzeugend sein. Das kann man wohl sagen. Du wolltest zu mir? Ich suche Rosalie. Wir wollten ins Schwimmbad. Sie ist zwar 5 Minuten hoch, um ihre Badetasche zu packen. Danke dir. Ach, Michael. Du kannst dir aber ausrichten, dass wir offenbar ein neues Zimmermädchen haben. Maike Konopka. Okay. Ben, warte mal. Was gibt's? Ich wollte dir nur sagen, die Mappen, die du für die Eigentümerversammlung zusammengestellt hast, die waren wirklich sehr gute Arbeit. Ich wusste doch, dass du das Zeug zum Manager hast. Sonst noch was? Ja, falls es dich interessiert, wir werden dieses Golfturnier doch machen. Ach ja? Ja. Es gab zwar eine längere Diskussion darüber, ob das so kurzfristig machbar ist. Und vor allem Götz war dagegen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was mich das für eine Mühe gekostet hat, ihn zu überzeugen, dass dieses Charity-Turnier gut für uns ist. Dass ausgerechnet du dich dafür einsetzt? Du hattest vollkommen recht. Ich habe immer nur meine Probleme im Kopf und nicht die anderer Leute, denen es schlechter geht. Wir müssen die Chance nutzen, den Menschen in Afrika zu helfen. Glaubst du eigentlich selber, was du da von dir gibst? Was meinst du? Ich lass mich nicht mehr von dir einlullen. Du bist und bleibst eine Egoistin, die nur an ihren Vorteil denkt. Dauert's noch lang? Ach, nein, nein, die Skizze ist fast fertig und dann kann ich mit der Farbe loslegen. Jetzt hör doch mal auf, so rumzuhampeln. Ja. Eva kann doch gar nicht gescheit zeichnen. Wollen wir vielleicht eine kurze Pause einlegen? Armer Alphonse, das Stehen ist wahrscheinlich sehr anstrengend. Ja, an der Rezeption stehe ich ja noch viel länger. Mhm. Hallo. Charlotte. Hallo, Frau Seifert. Hallo. Und, wie kommen Sie voran? Ach. Das ist ja toll! Fabelhaft! Das wird wirklich ein wundervolles Geschenk. Da wird sich Ihre Schwester freuen. Ja, die Eva ist wirklich ein Talent. Wissen Sie was? In 4 Wochen veranstalten wir ein Charity-Golf-Turnier. Allerdings fehlt uns noch die Idee für den ersten Preis. Wie wäre es, wenn der Sieger ein von Ihnen gemaltes Bild bekäme, das unseren wunderschönen Fürstenhof zeigt? Meinen Sie wirklich? Nee, warum nicht? Wir veranstalten ein Golfturnier in 4 Wochen schon. Ja, das haben wir heute beschlossen. Ja, das ist ja blöd. Ja, das fällt genau auf Käthes Geburtstag, da kann ich nicht mitkommen. Oh, nee, Alfons, das kannst du nicht machen. Hildegard, du kennst mich, wenn die Pflicht ruft, dann musst du halt allein fahren. Nein, Alfons. Komm, ich bin doch mit Evas Gemälde wirklich würdig vertreten. Warum nimmst du nicht ein paar Tage Urlaub? Und was ist mit dem Golfturnier? Das kann doch Max für dich übernehmen. Nein, vielen Dank, Frau Seifert. Dankeschön. Ich bitte Sie. Familie geht doch immer vor, nicht, Frau Alfons? Ja. Ich fass es nicht. Du hast mich schon wieder angelogen, nur um vor Ben als Wohltäterin dazustehen. Das ist doch Blödsinn. Versuche nicht, mich für dumm zu verkaufen. Ich hab's dir schon mal erklärt. Dieses Charity-Tournee ist gut für das Ansehen des Hotels und damit auch gut für uns. Und deswegen habe ich zugestimmt. Ja, und um dich bei Ben einzuschmeicheln. Der braucht doch nur mit dem Finger zu schnipsen und du springst. Ich liebe Ben und ich werde mich nicht mit ihm überwerfen. Aber das hat
hat nichts mit meiner Rolle als Direktorin zu tun und auch nicht mit unserem Verhältnis. Ich möchte, dass du Ben aus der Geschäftsleitung entlässt. Sag mal, spinnst du? Der Junge und dein Verhältnis zu ihm gefährden unsere Pläne. Und das werde ich nicht wieder zulassen. Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Oh, doch. Ich kann keinen Streit mit Ben riskieren. Der weiß genau, was damals auf dem Berg passiert ist. Du glaubst, es genügt ihm jetzt, die Mutter Teresa vorzuspielen? Mit Gewalt kommen wir jedenfalls nicht weiter. Jetzt gib ihm einfach Zeit und dann wird er sich schon beruhigen. Glaubst du das selbst nicht?